So, wie viele Saplings haben wir jetzt? Eichensetzling 61 haben wir jetzt hier. Und noch eine Menge gesetzt. Das heißt, wir könnten eigentlich erstmal wieder zurückkehren. Wir könnten den Wald jetzt ausbauen. Da ist noch einer. So, wir haben ja genug gesetzt. Da kann ich erstmal rübergehen. Ich guck mal ganz kurz. Da oben müssen wir den Wald... Alter, bei dem Regen sehe ich nichts. Ich sehe nichts. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich baue den Wald auch hier drüben erstmal schon mal aus. Zu den anderen Krams kann ich mit Derpy rüberfliegen. Dann bauen wir hier schon mal Wald hin. So. Keine Ahnung, ob so nah am Wall was wächst. Lalalala, ein paar haben wir noch. Da machen wir einen kleinen Übergang. Huch. Und ich glaube, dann reiße ich da wirklich mit TNT einfach mal... Ach nee, hier nicht. Reiße ich da mit TNT tatsächlich mal ein Löchlein rein. Hier mache ich mal ein bisschen Lücke. Und hier kann ich ja schon mal... Nein. Den mache ich mal genau hier am Zaun. Zack. Dann kann man damit nicht besser zubauen. Und hier müsste eigentlich auch alles Erde sein. Oder da müsste der Wall noch nach unten gehen. Theoretisch könnte der auch noch ein bisschen ins Wasser gehen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dich mache ich dann nochmal weg. Da muss ich später mal gucken, wie genau ich das da mache. So, 7 haben wir noch übrig. Die haue ich dann hier hinten irgendwo hin. Birkensetzlinge lasse ich mal aus. Und jetzt müssen wir leider warten, bis es Tag ist. Ach, ich muss ja... Da ist das Bett, ist da oben. Verdammt, da komme ich jetzt nicht mehr so einfach hin. Ach ja, habe ich euch ein bisschen zugequatscht, ne? Übrigens ein aktuelles Thema, was ich nochmal ganz kurz auch im Minecraft-Let's Play anschneiden wollte. Was mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt, weil ich ja auch so ein... So Generation Internet bin, so ein bisschen. Oder mich so fühle. Mich zugehörig fühle, als wäre ich ein Teil des Internets. Nee, aber... Ach, ich Idiot. Warte. Natürlich ein aktuelles Thema, was man auch unbedingt mal ansprechen muss, ist natürlich die Drosselung seitens der Telekom. Da haben wir schon im Livestream drüber gesprochen, dass das ja dann quasi auch so Gefahr läuft, ein Zwei-Klassen-Internet zu werden. Und tatsächlich, wie eingetreten, die Telekom... will ja nicht nur für Neukunden die Bandbreite drosseln, sondern auch für alle Bestandskunden. Angeblich, ja jetzt wird's wieder hell, angeblich bis 2018 soll's durch sein, aber aber wenn die das jetzt schon einführen, wird's schon 2016 durch sein, weil spätestens dann sind natürlich alle Verträge nochmal neu gelaufen. Das heißt, da Verträge laufen ja 2 Jahre, das heißt, wenn die das jetzt schon einführen, dann wären bis 2016 sowieso alle an die neuen Vertragskonditionen gebunden. Bis 2016 werden dann sowieso alle schon gedrosselt. Alle, komplett. Alle Telekom-Kunden, auch die Bestandskunden. Ach, na endlich. Ich habe gehofft, dass es aufhört. So ein Glück. Und das Schlimmste ist aber, inzwischen hat ja der Telekom-Chef, Alter, das ist ja so ein, dieser Van Damme, ne? Ich möchte jetzt ein paar Schimpfwörter in den Mund nehmen. Der heißt Van Damme. Und ich finde, da zieht den Namen einfach sowas von in den Dreck, Alter. Ich, boah, so ein Unsympath. So ein, weiß ich nicht. Der hat dann irgendwie so großkotzig, da wurden mir die Unterschriften übergeben, die Petition, 150.000 Unterschriften waren das. Und er meinte so, ja, das war mir schon klar, dass 3% unserer vielen Nutzer sich dagegen mokieren werden. So in der Richtung, weißt du, so, ach ja, die 3% Billo-Pisse. Weißt du, als würde denen das einfach einen Scheiß interessieren, was wahrscheinlich auch der Fall ist.
Ich glaube, es interessiert ihn einfach einen Scheiß. Und die ziehen das so oder so durch, weil die können sich ja drauf setzen. Naja, jedenfalls, ich glaube, so imagemäßig ist das natürlich gerade ein Riesenskandal. Ich weiß nicht, ob es die Kohle wieder aufwiegen wird für die Telekom. Was das nächste ist, inzwischen wurde ja dazugegeben, offiziell, dass tatsächlich YouTube gedrosselt wurde von seitens der Telekom. Und man hat denen jetzt aber angeboten, man hat Google jetzt angeboten, YouTube gehört der Google, man hat Google jetzt angeboten, ja, wenn ihr zahlt, dann sehen wir da, dann können wir eventuell Google mit, also YouTube mit in diese Drosselung, ne, mit in diese Ausnahmeregelung der Drosselung von Entertain, von Telekom Entertain packen oder T-Online Entertain. Ne, T-Online Entertain ist ja von der Streaming-Begrenzung, von der Drosselung ist das ja ausgenommen. Da wird noch geprüft, ob das alles so rechtens ist, ob die das dürfen. Ist nämlich auch noch nicht klar, ob das legal ist. Und da haben wir jetzt, hat die Telekom einfach mal gesagt, ja Google, pass mal auf, wenn du willst, dass deine Seiten hier schnell laden und YouTube und sowas, dann zahl uns doch Geld dafür. Und dann frage ich mich, wieso wird denn jetzt an beiden Seiten die Hand aufgehalten? Wieso wird der Kunde jetzt gedrosselt einerseits? Und aber gleichzeitig noch Seiten. Das heißt, die Telekom will von beiden Seiten Geld haben. Die will sich doppelt bezahlen lassen. Alter, sorry. Aber da hört's doch irgendwo auf. Wie kann denn sowas durchgehen? Und wie kann ein Mann oder ein Mensch mit gesundem Menschenverstand, ganz ehrlich, wie kann ein Mensch mit gesundem Menschenverstand noch bei so einem Verein bleiben? Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt noch, also ich habe da aus gutem Grund damals gekündigt, wenn ich jetzt noch Bestandskunde wäre, ich wäre sowas von weg, also das kannst du gar nicht glauben. Schon aus, also nicht nur aus Prinzip, sondern erstens wird es mich ja sowieso früher oder später betreffen. Und das Problem ist auch die Leute, die sagen, ich bin aber bei Unity Media oder ich bin aber hier und da. Das Thema geht uns trotzdem alle an, weil im Grunde genommen kann es auch so sein, die Telekom macht's vor und die anderen machen es nach, wenn sich dagegen keiner wehrt. Deswegen geht das Thema uns eben alle an. Das geht alle Leute, also dich jetzt vor allen Dingen geht das an, weil du ein Internetnutzer bist. Egal, ob auf deinem Mobile-Gerät, wo sowieso schon alles gedrosselt ist oder auch nicht. Und wir sind halt momentan wirklich der Bananenstaat in Sachen Internet dann. Das ist peinlich, das ist wirklich peinlich, ist das im internationalen Vergleich. Natürlich nicht gegenüber dritte Weltländern, aber wirklich so industriell gesehen, Alter, sorry. Das ist so eine Rückentwicklung. Und wenn ich dann auch sehe, wie da Werbung gemacht wird von der Telekom mit diesen ganzen komischen... weißt du, wo sie ein Navi eingebaut haben, bla bla bla, alles ist online mit Telekom. Aber ganz ehrlich, was ist denn da noch online? Für mich als normalen Internetnutzer. Gut, ich lade viel hoch, darf mal abgesehen. Aber für mich als, selbst als normalen Internetnutzer, abgesehen von den Let's Plays, habe ich nicht so viel Traffic. Selbst für mich wäre es einfach viel zu wenig, wenn ich einfach nur mal ein Spiel spielen möchte. Ein Casual Game oder sonst irgendwas, MMOs. Oder wenn ich Steam nutze, oder wenn ich einfach, wenn ich einfach Plattformen nutze, wo zum Beispiel iTunes, wo Filme gestreamt werden und so weiter und so fort. Cloud-Dienste nutze und so weiter. Alles geht online, alles geht in Clouds, alles wird online gespeichert. EA verfügt Online-Zwang. Xbox 720, Online-Zwang für alle Titel. Spiele sollen online gestreamt werden und so weiter. Applikationen sollen online gestreamt werden. Wer weiß welche noch. Auch sowas wie Photoshop wird wahrscheinlich irgendwann online gestreamt und so weiter. Also, der normale Internetnutzer, früher oder später, das muss ja nicht heute sein, das kann ja auch in 2-3 Jahren so sein. Da muss man ja auch mal ein bisschen an morgen denken, auch als normaler Mensch, der sich sagt, aber ich habe gar nicht so viel Traffic. Aber trotzdem, der Traffic, den du hast, der hat sich in den letzten paar Jahren deutlich, deutlich erhöht. Das liegt in der Natur der Dinge. Die Bandbreite wird höher, Webseiten werden intensiver, mehr Grafiken werden genutzt und so weiter und so fort. Die werden alle umfangreicher, pipapo. Du nutzt inzwischen viel mehr Dienste online, auch wenn du es teilweise gar nicht mehr merkst. Sachen wie Gmail zum Beispiel. Da guckst du auch ewig drauf. Sachen wie Facebook. Wie oft du deine Facebook-Timeline aktualisierst und so weiter und so fort. Twitter, pipapo. Klar, das sind nicht immer so viele Sachen. Das sind kleine Aktualisierungen, aber die Menge macht es doch dann wieder aus. Das summiert sich doch, das akkumuliert sich. Und ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, das geht es zwar nicht, aber wenn es nach mir ginge, ich würde die Leute direkt aufrufen, kündigt euren Vertrag. Wenn ihr noch bei Sinn seid, haut ab von diesem Lumpenverein, der irgendwie jetzt an beiden Seiten die Hand aufhält und sich wie so ein fetter Moloch in die Mitte setzt, so selbstgerecht, weißt du, ekelhaft. Oh, eine Krabbe.
Kann ich leider nicht adoptieren. Schade. Haben wir schon mal eine Krabbe gesehen? Nee, ne? Wo kommt die denn her? Ich habe noch nie eine Krabbe gesehen in den Gefilden. Komisch. Ja, naja, auf jeden Fall, jeder dabei Sinn ist, wie gesagt, ich würde, also das, es liegt an euch, auf die Straße gehen, Unterschriften, Petitionen, pipapo, das sind natürlich alles tolle Sachen, aber das tut dann natürlich nicht da weh, wo es am meisten weh tut, und das ist natürlich immer noch im Geldbeutel. Und mal eben so einen Vertrag wechseln, gut, dann der alte muss natürlich auslaufen, aber den kannst du ja trotzdem schon mal kündigen. Und es gibt ja inzwischen auch schon wesentlich günstigere Tarife und abgesehen von der Drosselung, ne, mit der Drosselung wirst du da sowieso nicht mehr glücklich. So, das mal dazu. Ich möchte jetzt niemanden dazu aufrufen. Ich möchte nur, dass der gesunde Menschenverstand genutzt wird und vielleicht, dass man auch mal an morgen denkt und nicht nur an heute, wo es gerade so schön bequem ist. Man verschiebt ja so gerne Sachen auf morgen, aber dann ist man morgen eben auch der Gelackmeierte, der es verschoben hat und vielleicht zu spät kommt. Das geht leider nur allzu schnell, wenn man Dinge aufschiebt immer. Kennt ihr ja selber. Dinge aufschieben, Prokrastination und so weiter. Da war ich Boss drin. So. Mache ich auch heute teilweise noch gerne bei nicht ganz so wichtigen Dingen. Schiebe ich die gerne vor mir her, ist aber blöd eigentlich, weil auch wenn du sie vor dir her schiebst, die sind ja nicht weg. Und das Schlimmste ist, dass du wie so ein Bagger, wenn du so einen Bagger fährst und der hat die Schaufel so runtergefahren, ne? Und einfach nur runtergefahren und fährt einfach nur so rum, ohne jetzt großartig absichtlich Erde aufzuschaufeln. Aber wenn der einfach so fährt, dann sammelt sich da vorne immer mehr Dreck drin, den du wegschaufeln musst. Immer mehr. Und wenn du den nicht direkt wegschaufelst, dann hast du irgendwann so einen riesigen Müllberg vor dir liegen. Und immer, und das Schlimme ist, du hast immer weniger Zeit. Weil du hast den Bagger nur eine begrenzte Zeit. Nee, eigentlich nicht. Falsches Beispiel, aber du hast immer nur eine begrenzte Zeit für die Dinger, die du vor dir herschiebst. Deswegen immer gleich die kleinen Häufchen am besten sofort wegmachen, damit keine großen Häufchen draus werden. Das kennen ja auch die Hundebesitzer im Park. Und auch die Arschritzen-Kacke-Schwitzer. Die kleinen Häufchen wegmachen, bevor große Häufchen Pupa. So, wir sammeln auf jeden Fall wieder gute Saplings hier ein, ne? Habe ich das Gefühl. Läuft ja ganz gut heute, auch wenn wir die ganze Zeit nur das Gleiche machen. Tut mir ja furchtbar leid. Und ganz kurz, ne? Ich möchte das nur mal erwähnen. Ich sage das wegen der Telekom jetzt nicht irgendwie, weil ich als Let's Player besonders von der Drosselung betroffen wäre oder sonst irgendwas. Ich bin tatsächlich gar nicht bei T-Online oder bei der Telekom oder sonst irgendwas. Und ich könnte es eh über die Firma abrechnen, alles was ich hier so mache, pipapo, weil der ganze Kanal läuft ja über die Firma und so weiter und die könnte das auch noch abrechnen, also die könnte das noch steuerlich geltend machen und so weiter und so fort, würde mir nicht allzu sehr wehtun. Mir geht es da wirklich tatsächlich mehr um die Entwicklung in Deutschland. Vor allen Dingen in Sachen Internet, vor allen Dingen, wo auch in Zeiten, wo auch immer mehr vernetzt wird und wo auch die Telekom selbst noch Werbung dafür macht, dass immer mehr vernetzt ist und dass immer mehr vernetzt sein sollte. Und T-Online bietet ja auch eine eigene Cloud an, aber die ist ja vielleicht auch ausgenommen, ich weiß es gar nicht. Nee, ganz ehrlich, also wenn ich nicht eh schon weg wäre, ich würde spätestens jetzt, hätte ich meinen Vertrag direkt gekündigt, als sich die Drosselungspläne bestätigt haben, weil ich möchte sowas nicht, ich möchte sowas wirklich nicht unterstützen. Never. Mit meinem Geld möchte ich sowas nicht unterstützen und ich kann mir zum Glück noch selber aussuchen, wem ich mein Geld in den Rachen werfe. Dann doch wenigstens Leute, die mich vielleicht ein bisschen dafür wertschätzen, dass ich da Kunde bin, dass ich da meine pünktliche monatliche Überweisung mache und die mich da nicht für kalle Arsch halten und mich dann noch behandeln wie ein Stück Scheiße am Schuh. So, das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ne? Also Servicewüste Deutschland hin und her, aber ist, da sowas muss ja nun wirklich nicht sein. Tropenholz, ach schade, kann ich bestimmt gut brauchen, ist sehr rar. Aber wir haben ja zum Glück ein paar Tropenbäume und die müssen wir ja auch noch abgrabbeln da hinten. So, wir haben jetzt 64 da wieder und es werden noch ein bisschen mehr. Hervorragend! Die Blätter lasse ich mal stehen, das wird später einen wunderbaren dichten Wald abgeben und ich laufe hier einfach mal weiter rum und pflücke weiter Grünzeug. So wie es eben sein soll.